Hallo und willkommen zurück bei WoW. Jetzt erstmal hier auf dem Charakterbildschirm. Wie ihr seht, ich habe hier Charakteraufwertung auf Stufe 90, weil ich habe mir hier Warlords of Draenor vorbestellt. Konnte dann doch nicht mir das verkneifen, es irgendwie zu kaufen. Und wie gesagt, da gibt es halt diese Charakteraufwertung. Die kann man auch jetzt hier im Shop irgendwo kaufen für 50 Euro. Im Prinzip fürs gleiche Geld kriegt man halt da auch irgendwie das Add-on momentan. Und ja, dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ich habe ja hier meinen kleinen Hexenmeister, Stufe 20, den ich parallel mit meinem Schamanen hier angefangen hatte. Und ja, dann schauen wir mal, wie das da funktioniert. Wie gesagt, hier im Charakter... Bildschirm kommt dann hier dieses nicht zu übersehende Fenster. Und ich denke mal, man muss hier einfach den Charakter halt auswählen und sagen, jetzt aufwerten. Achso, und dann kann man hier auswählen, alles klar. Also ist egal, welchen Charakter man dann halt hat. Dann sagen wir hier Spezialisierung wählen. Aha. Zerstörung. Okay, mit dem Veteranenbonus ist es halt über Charaktere über der Stufe 60 und drüber. Die bekommen halt noch die Primärberufe gebufft auf 600. Aber halt hier so kleine halt nicht. Die müssen dann noch ein bisschen schuften. Ist mir gerade egal. Weil irgendwie hier Pflanzen pflücken. Erst hier Kräuterkundler und Inschriften... Futzel. Also das geht auch noch irgendwie, wenn man einen Flugmount hat sowieso, dann fliegt man halt überall drüber und sammelt da schnell. Okay, ja, weiter. Wir haben Spezialisierung gewählt, alles klar. Und aufwerten, mal gucken, sind sie sicher? Ja, sind wir. Und Kloink. Wir sind Stufe 90 und haben hier eigentlich sehr schicke Klamotten an. Die eigentlich fast besser aussehen wie hier. Wie er hier. Obwohl, es geht ja auch noch. Ist ja halt hier schön in Dunkel gehalten. Ja. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier rauskommen mit ihm hier. Und was er sonst so alles da halt hat. Also ich hatte in den Geisterlanden halt ausgelockt. Mal gucken, wo wir jetzt hier landen. Ob wir immer noch in den Geisterlanden stehen. Oder hier in Pandaria. Ich gehe schon mal fast aus hier von dem Screen her, dass wir irgendwie in Pandaria stehen. Ich hätte jetzt echt mal interessiert, wie halt die anderen Rüstungen dann aussehen. So, na komm. Klopp, klopp, klopp. Quest jetzt ansehen. Sprecht mit Chromi. Achso, ja, das sind jetzt halt die, die komischen Quests, die man halt so dann bekommt. Ja, hier. Da muss ich dann noch großartig nachgucken. Und ja, Teufelsross ist dann schon ein bisschen veraltet, denke ich mal. Huch. Was? Sprecht mit Chromi, ja, ist klar. So, und wir haben ungelesene Nachrichten. Ja, okay. Ich hätte jetzt gerne irgendwas anderes. Legen wir mal hier die braune Reitziege da rein und irgendwie was zum Fliegen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir da? Was fliegt denn hier überhaupt? Spektralwolf, der fliegt nicht. Den Ollen.
Die olle Motte wollen wir auch nicht haben. Holen wir hier den Flammenhypogriff Dingsbums. So. Ja. Meine Reitziege, die ich noch mit trainiere, hier freigeschaltet habe. Dann gehen wir jetzt erstmal gucken, wo hier. Wo hier was ist. Ich glaube, ich teleportiere mich einfach nach Ogrima und komme da einfach besser mit klar. Was sich auch reimt, aber naja. So, OG da. Denn ich will hier gucken, was ich für dolle Boss hab. Obwohl, ich weiß, was ich für dolle Boss hab. Denn ich habe ja nicht nur die normale Version vorbestellt, sondern, ja, wie ich es meistens mache, halt Collector's Edition, nur halt diesmal digital und nicht in der Box, weil ich habe irgendwie keinen Platz mehr dafür. Sonst hätte ich halt auch noch gewartet auf, ja, auf die Box. Und, ja. Wie das bei digitalen Sachen, Deluxe-Sachen ist, ja. Wieso habe ich das doppelt? So eine Charakteraufwertung. Achso, das sind meine alten, alten Klamotten. Ich. Das wollte gerade sagen. Ist das nicht hier seelengebunden, die Tasche? Wird beim Anlegen gebunden? Naja. Also man kriegt hier via Glutseidentasche 22er Kram. So, was hat Ronin mir hier geschickt? Packt das Geschenk. Hm. Ja, warum ich die jetzt hier doppelt habe, frag mich einer. Ich lasse die jetzt einfach mal hier drin liegen. So, und dann kann man hier ihn hier rausholen und Küken des Schreckens. Schauen wir mal direkt hier, wie das Küken aussieht. Küken des Schreckens da. Nee, beschwören. Blub. Ja. Irgendwie niedlich der Kleine. Was? Ach, der ist auch fliegend. Warte mal. Dann pass mal auf. Kommst du mit? Oh. Moment. Ach so, das ist hier. Er hier. Wollte gerade sagen, was ist hier wieder für komische Geräusche. Aber, okay, also, ach so, vielleicht ist es nur einfach als Klasse fliegend. Alles klar. So. Da ist das Küken wieder. Und dann. Schauen wir mal. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie das heißt. Hier Schreckensrabe. Oh. Ja, der macht schon was her. Können wir nicht meckern. Bei mir fehlt ja auch der dieses komische Rabenmount da aus Burning Crusade aus der Instanz. Aber ihr hier guckt ja schon ein bisschen grimmig. Okay. Weg damit. So. Okay. Hm. Moment, jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. Nee, da. Gut, das wurde noch nicht irgendwie verteilt. Da muss ich mich dann noch ein bisschen schlau machen, wie das hier ja, funktioniert. Was da Sinn ergibt und was nicht. Ich glaube, ich hatte hier, hier Seele entziehen gehabt und weiter kam ich ja noch gar nicht.
Glyphen haben wir noch keine. Wie sieht es mit den Berufen aus? Wurden die jetzt genullt? Nee. Da haben wir immer noch dieselben, die... Also auf demselben Stand, wie wir sie hatten. Jo. Gut. Dann werde ich mich mal hier noch mit ihm hier ein bisschen weiter auseinandersetzen, denke ich. Oder halt auseinandersetzen müssen, weil ich habe jetzt so keine Ahnung, wie wir ihn hier am geschicktesten spielen. Auch hier die... ja, die Skills hier reinlegen, sodass sie halbwegs Sinn ergeben. Ja, dass das jetzt halt seelengebunden ist, ist halt ein bisschen dämlich. Aber naja, kann man halt nichts machen. Wo ist denn die Bank? Hallo, Bank. Da. Ach nee, ja, Quatsch, das Auktionshaus. Ja. Merk. Ja, die Ziege finde ich cool. So. Sieht zwar auf, mit dem Tauren total bescheuert aus, aber... Das liegt halt an den, was? Du musst erst ein Bankfach kaufen. Ah ja, dann annehmen. Habe ich jetzt eins? Kann ich Taschen umschalten? Sortieren? Ja, dass mir jetzt hier nicht, Bankdinger da dargestellt werden, ist halt doof. Naja, das ist nur dann rein. Staple Gegenstände von der Bank in die Tasche, Taschen sortieren, Taschen umschalten. Ah, da. So, dann können wir das da reinmachen. Ich weiß gar nicht, wie teuer das dann immer ist. Ein Gold, ne, so viel können wir das noch gerade leisten. Dann legen wir die da rein, okay. Jo. Und die Sachen haben dann mehr oder weniger erstmal ausgedient. Ja, das sowieso. Brust. Hatte ich nicht auch Schultern? Schönen Tag, ne? Was erzählt man sich auf der Straße? Beziehungsweise, das sind die Schultern, aber wo ist meine... Mach sie fertig. Mein Stab. Hat jemand hier meinen Stab gesehen? Also nicht, dass ich den jetzt hier zwingend bräuchte, weil ich denke mal viel mehr... Werden wir da auch nicht mehr hochleveln, aber irgendwie ist er weg. Zuck, zuck. Ja, vielleicht ist er auf irgendeinem anderen Charakter gelandet. Muss mal da durchgucken. So, Schwimmtempotrank. Braucht kein Mensch. Was? Stichter Brief? Hm. Quellwasser brauchen wir auch nicht. Eiskalte Milch. Wir brauchen sowas. Brauchen wir auch nicht. Hä? Wieso magische Essenz? Dunkelmond, Jahrmarkt. Behalten wir mal. Das kann weg. Ach, das kann auch weg. Will er nicht haben. Achso, das ist sowieso dem Level entsprechend, okay. Möge eure Klinge niemals stumpf sein.
Zum Lesen rechts klicken. Set hochstufiger Anhang befindet jedoch. Ja, okay. Ja. Ups. Kriegen wir da. Nur Schrott, mehr oder weniger. Hey. Feuerwerk! So, dann schießen wir noch was Grünes hoch. Lup. Alles klar. Keine Ahnung, wo das herkommt. Oder haben die hier meinen Stab entzaubert? Hm. Also am besten irgendwie Charakter hochstufen. Hey, wie geht's euch? Mit einem nackten Charakter. So, das können wir hier hinlegen. Das brauchen wir nämlich so nicht. Ja, und hier. Zu ungelesene. Also wie gesagt, hier doppelt. Keine Ahnung, normalerweise, ja gut, früher hatten die neuen Charaktere ja dann sowieso immer die Pets von Collectors Editions doppelt bekommen. Aber ich weiß jetzt halt nicht, wie es ist hierdurch, dass es jetzt eigentlich gar nicht mehr so ist. Deswegen bin ich da etwas verwirrt. Aber auch wurscht. Achso, die habe ich noch gar nicht. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Achso, war Küken, ja. Wollte gerade sagen, wieso habe ich nur so wenig Haustiere? Hab zwar nicht wirklich viele, aber so wenige jetzt wäre ein bisschen merkwürdig. Okay, plopp. Ja, na gut. Wie gesagt, ich muss mich da jetzt mit der Skillung da ein bisschen beschäftigen. Mir hier die Haustiere, beziehungsweise halt die Tiere überhaupt hier richtig ziehen. Sehr wahrscheinlich hole ich mir dann auch wieder das Makro mit Random Mount, zumindest mal für die Flugviecher. Und ja, na gut. Also bis zum nächsten Mal, dann sehr wahrscheinlich auch wieder mit meinem Schamanen. Bis dann!